Beim Doktor. Doktor. Was erlebe ich, Wojcik? Ein Mann von Wort? Wojcik. Was denn, Herr Doktor? Doktor. Ich hab's gesehen, Wojcik. Er hat auf die Straße gepisst, an die Wand gepisst, wie ein Hund. Und doch 3 Groschen täglich und die Kost? Wojcik, das ist schlecht. Die Welt wird schlecht. Sehr schlecht. Wojcik. Aber, Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt. Doktor. Die Natur kommt. Die Natur kommt. Die Natur. Habe ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus constrictor vesicei dem Willen unterworfen ist? Die Natur, Wojcik. Der Mensch ist frei. In dem Menschen verklärt sich die Individualität zur Freiheit. Den Harren nicht halten können. Er schüttelt den Kopf, legt die Hände auf den Rücken und geht auf und ab. Hat er schon seine Erbsen gegessen, Wojcik? Nichts als Erbsen. Kruziferei, merke sich's. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich sprenge sie in die Luft. Harnstoff, 010, salzsaures Ammonium, Hyperoxidul. Wojcik, muss er nicht wieder pissen? Geh er einmal hinein und probier er's. Wojcik, ich kann nicht, Doktor. Doktor. Aber an die Wand pissen. Ich hab's schriftlich, den Akkord in der Hand. Ich hab's gesehen, mit diesen Augen gesehen. Ich steckt grad die Nase zum Fenster hinaus und ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, um das Niesen zu beobachten. Er tritt auf ihn los. Nein, Wojcik, ich ärgere mich nicht. Ärger ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ruhig, ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnliche 60. Und ich sag's ihm mit der größten Kaltblütigkeit. Behüte, wer wird sich über einen Menschen ärgern. Ein Mensch, wenn es noch ein Proteus wäre, der einem krepiert. Aber Wojcik, er hätte nicht an die Wand pissen sollen. Wojcik, sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat einer so einen Charakter, so eine Struktur, aber mit der Natur ist's was anderes, sehen Sie, mit der Natur... Er kracht mit den Fingern. Das ist sowas, wie soll ich sagen? Zum Beispiel, Doktor. Wojcik, er philosophiert wieder. Wojcik. Herr Doktor, haben Sie schon was von der doppelten Natur gesehen? Wenn die Sonne Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Feuer auf. Hat schon eine fürchterliche Stimme zu mir geredet. Doktor. Wojcik, er hat eine Aberratio. Wojcik legt den Finger auf die Nase. Die Schwemme, Herr Doktor, da steckt's. Haben Sie schon gesehen, in was für Figuren die Schwemme auf den Boden wachsen? Wer das lesen könnte, Doktor. Wojcik, er hat die schönste Aberratio mentalis partialis, die zweite Spezies, sehr schön ausgeprägt, Wojcik. Er kriegt Zulage. Zweite Spezies, fixe Idee mit allgemein vernünftigem Zustand. Er tut noch alles wie sonst. Rasiert seinen Hauptmann. Wojcik. Jawohl. Doktor. Isst seine Erbsen? Wojcik. Immer ordentlich, Herr Doktor. Das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Doktor. Tut seinen Dienst? Wojcik. Jawohl. Doktor. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Wojcik. Er kriegt Zulage. Halt er sich brav? Zeige er seinen Puls? Ja,